Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von GUCKART. Auf diesem Kanal dreht sich alles um das realistische Malen mit Acrylfarbe. Mein Name ist Thomas und heute in diesem Video möchte ich mit dir Rauch malen. Du wirst sehen, Rauch zu malen mit Acrylfarbe ist nicht schwer. Übrigens, wenn du endlich realistische und beeindruckende Bilder mit Acryl malen möchtest, dann schau dir doch mal meinen neuen Masterkurs an. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Jetzt aber malen wir diesen Rauch. Bleib dran! Damit du siehst, wie man Rauch auf unterschiedlich hellen Hintergründen malen kann, habe ich diese kleine Leinwand in einen weißen Bereich und in einen grauen Bereich eingeteilt. Die Palette für diesen Rauch, den ich mit dir jetzt malen möchte, besteht aus Weiß, Schwarz und Ultramarinblau. In jedem Bereich habe ich ein einfaches Loch in den Boden gemalt, aus dem später der Rauch steigen soll. Beginnen wir mit dem weißen Hintergrund. Auf dem weißen Hintergrund sieht Rauch dunkler aus. Um diesen Rauch malen zu können, verwende ich einen einfachen, runden Borstenpinsel. Wenn dieser trocken ist, lässt sich Rauch damit am besten malen. Für diesen hellen Hintergrund mische ich zuerst aus Weiß und Schwarz ein helles Grau. Nun nehme ich den Pinsel und gebe etwas Farbe darauf. Der Rauch soll aus diesem Loch steigen. Ich beginne hier am Loch mit kleinen kreisenden Bewegungen. Der Wind kommt von links und bläst den Rauch leicht nach rechts. Umso weiter ich vom Loch wegkomme, umso größer werden diese kreisenden Bewegungen. Umso weiter der Rauch nach oben steigt, desto größer bläht er sich auf. Als nächstes gebe ich mit dem Pinsel noch mehr Schwarz hinzu. Dieser Rauch soll ja auch ein klein wenig wolkig aussehen und nicht nur einfach eine einfache graue Spur. Mit diesem dunkleren Grau male ich jetzt wieder mit kreisenden Bewegungen ein wolkiges Aussehen in den Rauch hinein. An mehreren Stellen dunkle ich diese Rauchsäule etwas ab. Dann noch mehr Schwarz, um ein noch dunkleres Grau zu bekommen. Je nachdem, was diesen Rauch erzeugt, kann die Farbe des Rauches unterschiedlich ausfallen. Und dann verwende ich einfach nur noch schwarze Farbe, um die dunkelsten Wolken dieser Rauchsäule zu malen. Mit kreisenden Bewegungen lässt sich diese Farbe schön weich ineinander malen. Zum Schluss nehme ich weiße Farbe und male jetzt die helleren Teile dieser Rauchsäule. Mit diesem hellen Grau verbreitere ich die Rauchsäule nach oben hin noch ein klein wenig. So, nun hast du gesehen, wie man eine einfache Rauchsäule auf einem weißen Hintergrund malen kann. Ganz einfach mit nur schwarzer und weißer Farbe. Kommen wir nun zum dunkleren Hintergrund. Damit Rauch auch auf dunkleren Hintergründen sichtbar ist, kann dieser natürlich auch etwas heller gemalt werden. In diesem Beispiel mische ich wieder aus Weiß und ein klein wenig Schwarz, als erstes ein helles Grau. Dieses Grau sollte heller sein wie das des Hintergrundes. Du hast das sicherlich schon einmal gesehen. Wenn Öl verbrennt oder ähnliche Substanzen, dann wirkt der Rauch etwas bläulich. Hierfür gebe ich einfach etwas Ultramarinblau hinzu. Dieser bläuliche Rauch wird vor allem auf farbigen Hintergründen sichtbar. Ich verwende wieder diesen Borstenpinsel
und wiederhole den Arbeitsgang wie bei dieser rechten Rauchsäule. Ich beginne hier unten bei dem Loch mit kreisenden Bewegungen und verbreitere die Rauchsäule, umso höher diese steigt. Auch diese Rauchsäule wandert leicht nach rechts. Auch Dampf kann man mit dieser Technik so malen. Auch hier geht es wieder mit Schwarz in die etwas dunklere Richtung. Mit noch etwas mehr Blau geben wir diesem Rauch eine kühlere Wirkung. Und nochmal mehr Schwarz. Dann verwende ich wieder weiße Farbe und helle diesen Rauch etwas auf. So, nun hast du gesehen, wie du ganz einfachen Rauch einmal auf weißem Hintergrund und einmal auf grauem Hintergrund malen kannst. Rauch kann natürlich unterschiedlichste Formen und Farben annehmen. Mit einem einfachen Borstenpinsel lassen sich einfache Rauchsäulen wie diese beiden wunderbar gestalten. Ich hoffe sehr, dir hat dieses Video gefallen und wir sehen uns bald wieder. Ciao, bis zum nächsten Video.